Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Windows. Wir haben das letzte Mal was gehört über Dateiattribute und wir haben auch schon gesehen, wir können unsere Dateisysteme in Windows mit dem Windows Explorer anzeigen. Ich habe dann den Explorer offen, aber wo sehe ich denn jetzt die Dateiattribute von meinem Dateien? Ich habe gesagt, zum Beispiel gibt es ein Dateiattribut, das ist D-Directory. Ja. Man kann sich hier Spalten einblenden, wenn man wirklich daran interessiert ist. Kann man sich hier Spalten einblenden, da klickt man da oben mit der rechten Maustaste auf diese Leiste drauf und sagen, gibt es Erstelldatum, Autoren, Markierung, da gibt es ein paar, die schon rausliegen, aber man kann da auf weitere klicken und dann kriegt man alle möglichen Spalten, die man da einblenden kann. Da sieht man, das ist ein Haufen. Ja? Das ist ein Haufen und es gibt aber auch Attribute irgendwo, wenn ich es finde. Ach, Attribute, da ist es, das hagelt ja an, das möchte ich haben, okay, und da sehen wir, aha, da sind die Attribute, und da sehen wir wirklich erst, da ist ein Verzeichnis, das hat Attribut D, weil es ein Directory ist, ja, was ist das R, was war das R, ja, Read Only, ja, dieses Verzeichnis, Download-Verzeichnis, das kann nicht löschen, ja, oder, hat da, Kontakte, ein paar Verzeichnisse kann ich, boah, das hat viel, Rital, das L haben wir nicht gemacht, das A ist Archiv, das hat sich offensichtlich geändert, ja, DI, aha, VirtualBox, also ich habe hier auch eine VirtualBox laufen, dass ich meine Programmiersachen und so weiter ausprobieren kann. Und das ist offensichtlich nicht indiziert. Also was in dem Verzeichnis drin ist, sucht Windows nicht. Gut, und wir haben das letzte Mal, schauen wir, Documents, gehen wir eine, meine liebe, schau, da ist es nicht da. Ja? Meine liebe Familie, das war der Text der Liebe. Ja, das habe ich ja irgendwann einmal erstellt. Schauen wir, was sind das für Attribute? Ja? Muss ich auch wieder einblenden, weil Windows merkt sich das pro Verzeichnis, gell, was ich denn da anzeigen will. Attribute, okay. Aha, na, was verändert worden ist, archiviert, ja, ich habe es noch nicht archiviert, ich habe keine Backup-Software laufen, also, ja, egal. Wie ändere ich jetzt ein Attribut, weil jetzt bin ich natürlich schüchtern und jetzt möchte ich nicht, dass das wer findet. Ja, da habe ich ja ganz schöne Sache hineingeschrieben und möchte ich verstecken. Na, ich möchte ich verstecken, rechte Maustaste drauf, Eigenschaften. Gehen wir auf Eigenschaften und da, schau, da kann ich es auch hageln, versteckt. Schreibschützen kann ich es auch, brauche ich nicht, ja, aber ich möchte sie verstecken, okay, passt, versteckt, weg ist, dieser Ordner ist leer. Und jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt habe ich das ein paar Mal gemacht, ja. Jetzt habe ich das ein paar Mal gemacht und jetzt habe ich es vergessen, wo sie ist. Ja, vergessen, das war doch irgendwo, ich finde es nicht. Ja. Ich kann da oben unter dem Punkt da oben, ja, kann ich sagen, Optionen, ja, und da kann ich auch sagen, irgendwo Ansicht, versteckte Dateien und oder Ordner ausgeblendet, nicht anzeigen. Ja, das setze ich auf Anzeigen, okay. Und jetzt ist es wieder da. Ja. Es schaut ein bisschen anders aus als vorher. Das fällt gar nicht auf. Aber schau, es hat diese Attribute H, hidden. Ja, Attribute, sehe ich schon. Aber es fällt nicht auf. Schauen wir nur mal da rein. Da sind nämlich auch ein paar versteckte. Jetzt zeigst du mal eine versteckte, zum Beispiel die App-Date. Der ist versteckt normalerweise. Und wir sehen hier, der ist etwas heller, dieses Symbol, dieses Folder-Symbol ist etwas heller, weil es immer eine versteckte Datei ist. Das ist immer HD, hidden. Da haben wir einen hidden, da haben wir einen hidden. Wie geht's? Also der ist hidden archiviert und wird nicht indiziert. Ne? NTUser.dat. So funktioniert das. Ja? Man es dann wieder nicht findet, ja, gehen wir nochmal eine, Documents, meine liebe Familie, da ist es. Wenn es wieder nicht gefunden wird, hat offensichtlich irgendwer diesen hier gemacht.
auf Miscall gedrückt oder entfernen gedrückt, ja, das geht auf beides, zack, jetzt ist es weg. Jetzt ist die versteckte Datei wirklich gelöscht. Und ich habe schon mal gesagt, keine Angst, das ist nicht wirklich weg. Ja, das ist nicht wirklich weg. Das liegt nämlich im sogenannten Mistkübel. Der Mistkübel, der Papierkorb, der ist da oben. Okay, warte, schaut mal um. Ah, so sehen wir jetzt alles. Da oben ist der Mistkübel. Ja. Wenn ich da einen Doppelklick drauf mache, geht wieder Explorer. Und da ist der Text der Liebe noch erinnern. Also der wird nicht gleich gelöscht. Wenn ich jetzt den Mistkübel ausleere, wenn ich es von dem Mistkübel rauslösche, dann ist er gelöscht. Okay? Aber wenn ich hier mit der rechten Maske draufstelle oder hier, oder Papierkorb leeren, dann ist gelöscht. Und wenn ich hier sage, dieses Element, ausgewählte Elemente wiederherstellen, pack, ja, und ich gehe wieder zurück auf meinen anderen, dann ist er wieder da und er ist nach wie vor hidden. Ja. Also so kann ich praktisch Sachen, die ich versehentlich gelöscht habe, wo sie eigentlich nicht passieren sollte, aber ja doch öfter passiert, wieder zurückholen. Ja. Also Windows löscht es nicht gleich wild, sondern haut es in den Mistkübel hinein. Ja. Und wenn ich es einmal aus dem Mistkübel rausgelöscht habe, dann ist es weg. Dann ist es wirklich weg. Ja. Gut. Haben wir das gesehen? Wie das funktioniert, gell? Mit den Attributen, wie wir das verändern können, wie wir das anzeigen können, braucht man manchmal. Jetzt würde ich sagen, können wir mit Windows umgehen. Häufig, ja, zumindest bedienen können wir es. Jetzt Spezialsachen wie irgendwelche Sachen installieren, das machen wir, das lernen wir on the fly. Ja. Kommen wir zu einem anderen Thema, ja, was wahrscheinlich jeder von uns brauchen wird. Das ist irgendwie mal einen Brief schreiben, irgendwie mal ein Dokument schreiben, eine Arbeit schreiben. Ja. Dazu verwenden viele Leute das Programm Word und wir in der Schule verwenden das Programm Word. Deswegen möchte ich dieses Programm herzeigen. So, es gibt eine Serie an Videos über Word, über das Windows Word und dass man gescheite Dokumente schreiben und nicht einfach irgendwie, weil Word kann man nämlich ziemlich falsch bedienen. Aber dazu kommen wir in einer anderen Serie. Muss man sich nicht anschauen, ich empfehle es aber. Für diesen Tag, für dieses Mal, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.